haben uns dann letztendlich entschieden, da bin ich mit jemandem von der Aufbereitung dann hin und habe diesen Film vor ungefähr 40, 50 Polizistinnen und Polizisten gezeigt. Vielen Dank für den Applaus. Der wird von dem Regisseur. Wie angekündigt, geht es jetzt zur Diskussion. Diese inhaltlich beschreiben werden Jans Mendek, der ist Journalist und Mitbegründer des Vereins FilmpiratInnen in Erfurt. Das Kollektiv produziert ehrenamtlich Filme aus den Bereichen Antifaschismus, Antirassismus und soziale Kämpfe. Jan ist Regisseur dieses Films und darüber hinaus für verschiedene weitere Filme des Kollektivs verantwortlich. Außerdem reden wir mit Sabine Seib, ebenfalls eine Mitbegründerin, nicht des Filmkollektivs, sondern der Opferberatung Reach Out in Berlin. Reach Out berät Opfer rassistischer und rechter Gewalt und ist darüber hinaus in der Bildungsarbeit tätig und aktiv in antirassistischen Kampagnen und Bündnissen. Und wir diskutieren mit Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken, stellvertretende Vorsitzende derselben Partei und unter anderem Mitglied im Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Breitscheidplatz, vorher im NSU-Untersuchungsausschuss und Sprecherin für antifaschistische Politik. Genau, Jan, vielleicht zunächst mal die naheliegende Frage, was ist nach fast 20 Jahren an so einem Fall heute aktuell? Also die Idee an dem Film ist 2016 entstanden. Da sind die Fallzahlen rechter Gewalttaten ganz massiv nach oben gegangen, auch in Thüringen wie auch bundesweit. Das war Anlass dafür, tatsächlich einen Film zu rechter Gewalt zu machen. Und zu diesem Zeitpunkt war mir dieser Fall in Bad Blankenburg auch tatsächlich noch gar nicht so in dieser Tiefe bekannt. Das ist erst im Laufe meiner Recherchen, die sehr umfangreich waren, bin ich auf diesen Fall gestoßen und war überrascht, dass so ein Fall tatsächlich bis heute keine Anerkennung hat, dass es sich um eine politische rechte Straftat handelt. Und hast du eine Einschätzung, woran das liegt? Ich denke, es ist sehr, sehr verschieden. Also zum einen, klar, würde ich sagen, an dem Klima von damals, ich meine, der Bürgermeister von damals hat es ja mit seinem Ausspruch auch in gewisser Weise auch gebracht. Also er ist erbost darüber, dass Bad Blankenburg als von braunen Tendenzen beherrschte Kleinstadt dargestellt wird, wo er so im Nachhinein jetzt dadurch durch diese ganzen Untersuchungen, durch diesen, also das Thüringer Heimatschutz ist ja durchaus auch ein Bild jetzt bekannt geworden ist. Aber ich denke halt, dass auch heute noch, und das zeigt ja auch dieser Fall Thomas Enter, auch heute noch rechte Vorfälle unter den Teppich gekehrt wird. Ob jetzt bewusst oder unbewusst oder einfach nur aus Unwissenheit, das muss man halt im Konkreten dann schauen, aber es gibt halt heute immer noch Fälle und ich denke auch, dass es auch noch viele weitere Fälle gibt, die jetzt vielleicht nicht im Fokus stehen, wie jetzt die NSU-Morde, aber vielleicht auch andere Tötungen, die einfach irgendwie verloren, also aus dem Fokus gekommen sind. Im Film wurde es ja angesprochen, dass zu kurz nach der Tat, dass die Tat durchaus im Fokus stand, auch von engagierten Leuten aus der Region. Gab es da einen längeren Atem sozusagen oder ging das irgendwann verloren? Also die Leute, die da engagiert waren, das waren wirklich sehr wenige Leute und die hatten es auch wirklich schwer. Das kommt jetzt im Film nicht vor, aber die hatten ja diese Demonstration und im Anschluss dieser Demonstration hatten die eine Diskussion mit dem damaligen Bürgermeister. Und was mir da so alles erzählt wurde, es war wirklich sehr, sehr schwer für die Leute da und es hat ja auch so ein bisschen die Berichterstattung gezeigt, wie sie da auch diskreditiert wurden. Also es gab diese Demonstration und damit war das auch abgeschlossen. Also der Fall hat jetzt überregional auch nicht sonderlich groß für Aufmerksamkeit gesorgt. Man sieht in der Berichterstattung, es gab lokal relativ viel Berichterstattung zu dem Fall und ab dem Zeitpunkt, wo die Staatsanwaltschaft gesagt hat, es ist kein rechter Todesfall, ist es halt gleich ganz massiv aus der Presse verschwunden. Und dann wurde bis auf wenige Ausnahmen kaum darüber wieder gesprochen. Und wenn man den Film so sieht, hat man den Eindruck, dass diese Aufmerksamkeit auch heute noch nicht besonders gerne gesehen wird. Der Bürgermeister kam nun mehrmals vor. Wie waren eure Erfahrungen bei der Recherche mit anderen Stellen? Ja, das ist tatsächlich, da kann ich vieles zu erzählen. Also der Fall tut tatsächlich auch heute noch in Bad Blankenburg starke Abwehrreaktionen hervorrufen. Hatte auch mit der Stadtverwaltung Bad Blankenburg zu tun, hatte da Anfragen gestellt.
Und ich hatte da Unterlagen angefordert, also Protokolle vom Stadtrat, und hatte dann mit dem Amtsleiter dort telefonisch mal telefoniert. Hatte mich gefragt, wozu ich diese Unterlagen brauche. Ich sagte, ja, ich mache einen Film zu rechter Gewalt. Und dann, oh, da muss ich mal schauen. Ich muss ja auch den Ruf von Bad Blankenburg im Blick haben. 18 Jahre später, also da gibt es tatsächlich auch noch Abwehrreaktionen, auch mit anderen Behörden. Also ich hatte eine sehr lange Auseinandersetzung mit der Staatsanwaltschaft Gera. Da ging es um dieses, die Herausgabe dieses Urteils. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Kampf. Ich habe dann ein halbes Jahr unzählige Briefe, Telefonate, E-Mails geführt und geschrieben. Ich habe dieses Aufsichtsbeschwerden im Justizministerium gestellt, weil mir die einfach das Urteil nicht herausgeben wollen. Das ist denen halt unangenehm. Und ja, zeugt auch heute noch von großen Schwierigkeiten, überhaupt auch solche Themen zu behandeln. Und nun sind ja in der Zwischenzeit, in den vergangenen 18 Jahren, sagen wir, mindestens zwei sehr einschneidende Ereignisse passiert im Hinblick auf die Behandlung dieses Themas. Zum einen würde ich dann nennen die Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds mit der entsprechenden Debatte. Und das andere ist ein Regierungswechsel. Haben diese beiden Ereignisse oder eines dieser beiden Ereignisse positive Auswirkungen für den Umgang mit dem Problem gehabt? Also zu Beginn meiner Recherchen habe ich einen Politiker der Linkspartei in Thüringen mal befragt, hat sich seit dem NSU tatsächlich mal was geändert oder ist das immer noch beim Alten? Und er sagte mir, naja, es ist nicht einfach. Das Problem ist, dass die Polizei und die Sicherheitsbehörden, das ist halt eine Institution für sich und da kann man auch nicht als Regierung mal schnell da alles über den Haufen werfen und alles ändern, aber sie sind da dran. Es wird zumindest von Rot-Rot-Grün wird sich bemüht, gerade im Bildungsbereich da dem entgegenzuwirken. Also beispielsweise, das kommt jetzt nicht im Film vor, aber auch eine Überlegung, es gibt eine Ausstellung der rechten Tötung von Esra, der Opferberatung Esra, die wird im Rahmen von Polizeiausbildung tatsächlich auch gezeigt, den jungen auszubildenden Polizistinnen und Polizisten. Also das ist, glaube ich, auch neu mit Rot-Rot-Grün gekommen. Aber es ist auch nicht so, dass eine neue Regierung, dass das jetzt von heute auf morgen die komplette Polizei anders ist. Und der Fall Thomas Enter zeigt ja auch durchaus, dass es doch Schwierigkeiten gibt. Und ja, was ich auch noch erzählen kann, die Polizei Saalfeld hat ja das Gespräch verweigert, also ein Interview für den Film. Der Film kam jetzt im April diesen Jahres, hat er Premiere gehabt in Saalfeld. Es gab relativ viel Berichterstattung dazu. Also haben eigentlich alle Thüringer Zeitungen haben überregional über den Film berichtet. Und dann gab es tatsächlich die Situation, dass mich der Leiter der LPI persönlich per Post zu Hause angeschrieben hat und mich eingeladen hat, in die LPI Saalfeld zu kommen. Sie würden auch gerne den Film mal mit mir zusammen anschauen. Wenn ich da einhaken darf, dazu muss man wahrscheinlich wissen, dass deine Privatadresse vermutlich nicht auf der Homepage der Filmpiraten zu finden ist. Nee, das ist korrekt. Also, das ist korrekt, das war nicht öffentlich. Also ja, der Leiter der LPI hat mich LPI eingeladen mit dem Film. Und ich habe auch überlegt, es war nicht so einfach für mich, wie geht man damit um, aber wir haben es dann letztendlich entschieden, da bin ich mit jemandem von der Opferberatung dann hin und habe diesen Film vor ungefähr 40, 50 Polizistinnen und Polizisten gezeigt. Also das Interesse war auf jeden Fall schon da. Ja, das ist natürlich die Frage, wie war die Reaktion? Ja, ich kann mich noch an die Situation erinnern, dass erst im Publikum dann der Personalrat aufgestanden ist und hat dann erstmal eine Rede gehalten, wie diffamierend dieser Film ist, wie schlimm da die Polizei dargestellt werden, und er stellt sich vor allen Kollegen, die hier diffamiert werden, und hat dann für Beifall bekommen, für sein Statement. Ja, also Reaktion war nicht sonderlich positiv. Es gab ganz vereinzelt, gab es auch eine Reaktion, die gesagt hat, es war ein guter Film, auch aus Polizeikreisen. Aber es ist eher die Ausnahme. Zumindest musstest du keine Fingerabdrücke da lassen. Gut, vielen Dank, Jan. Ja, vielen Dank, Jan. Sabine, vielleicht als erste Frage, warum ist es überhaupt wichtig, wie Behörden einen Fall einschätzen? Ja, eigentlich ist es ja schon im Film auf unterschiedlichen Ebenen auch beantwortet worden durch die Statements, gerade auch von Kathi Lang und dem Matthias Quent. Ich finde, das hat drei Ebenen. Erstens, also eine juristische
formale Ebene, die sollen verdammt nochmal ihren Job machen, so, und es gibt einfach einen Rahmen, und mit dem dieser Job gemacht wird. Für die Ermittlungsbehörden heißt es formal, dass nach der Selbstenttarnung des NSU es eine Richtlinie gibt, dass die gehalten sind. In dem Moment, wo, wo die Geschädigten, die Opfer also, oder auch deren Angehörige ein rechtes Tatmotiv benennen oder ein rassistisches Tatmotiv benennen, dass dann Ermittlungsbehörden verpflichtet sind, sie sind verpflichtet, in diese Richtung zu ermitteln. Das Gleiche gilt für die Justiz. Kathi Lang hat es gezeigt, es gibt eine rechte rassistische, antisemitische Motivation und andere Motivationen sind strafverschärfend. Also die müssen nach dem Motiv fragen. So, das ist so die formale Ebene, weshalb das wichtig ist. Für die Angehörigen und alles, was ich sage, gilt natürlich auch für überlebende Opfer, für Hinterbliebene, für Angehörige, für die Betroffenen selbst, so sie denn überlebt haben, ist ja die Frage nach dem Warum ganz entscheidend. Also auch für die Verarbeitung von so einem Angriff, auch für die Angehörigen natürlich, sich nicht mehr diese Frage nach dem Warum zu stellen. Und ich finde, das hat man auch im Film ganz gut gesehen, dass 18 Jahre danach noch immer gesagt wurde, naja, der hat zwar getrunken, aber es war eigentlich ein ganz netter Mensch. Also so diese Rechtfertigung oder Entschuldigung, der hat zwar getrunken, aber es war ein guter. Also diese ganzen Fragen nach dem Warum, das muss aufhören. Damit die Betroffenen und deren Angehörige nichts zurückbleibt. Ich meine, der NSU hat es gezeigt, was da mit den Angehörigen passiert ist. Bis zum Schluss wurden die beschuldigt, ausgegrenzt, haben ihre sozialen Kontakte, ihre Jobs, alles verloren, weil immer irgendwie dieser Rest an, da ist jemand kriminell gewesen und das könnte auch der Grund gewesen sein, erst mit der Selbstenttarnung ausgeräumt werden konnte. Und das ist ein schreckliches Leid für Angehörige, wenn das Tatmotiv nicht benannt wird und eine Trauer und eine Aufarbeitung nicht anfangen kann. Das Dritte ist, es gibt auch finanzielle Gründe, es gibt einen besonderen Entschädigungsfonds vom Staat quasi für Opfer rechter rassistischer Gewalt, antisemitischer Gewalt und deren Angehörige. Und wenn das Tatmotiv aber nicht benannt wird und nicht ermittelt wird, heißt es schlichtweg, die entscheiden nach Aktenlage, das ist eine Behörde, wenn es nicht benannt wird, kriegen die Opfer nichts. So. Und damit keine Anerkennung von staatlicher Seite. Und diese Anerkennung ist aber ausgesprochen wichtig für die Betroffenen. So. Auch in Berlin wurden ja sogenannte Altfälle, also Verdachtsfälle, noch einmal überprüft in einer Studie vom Zentrum für Antisemitismusforschung. Wie hast du dieses Ergebnis wahrgenommen? Ja, das ist eine Studie, die wurde erstellt vom Zentrum für Antisemitismusforschung. Es war eine Forscherin, es war eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die das gemacht hat. Man kann sich sicher streiten, inwiefern hier in Berlin so lange gewartet wurde, bis das Landeskriminalamt selbst einen solchen Studienauftrag gibt. Das ist so ein bisschen spooky, finde ich. Da wären die politisch Verantwortlichen viel früher in der Pflicht gewesen, das überprüfen zu lassen. Sei es drum, auch die Auswahl, das hat bestimmt auch was mit dem Auftrag zu tun gehabt, dass nämlich nur Fälle überprüft wurden, die entweder in der Liste von Tagesspiegel und Zeit genannt wurden, bei der Amadeo-Antonio-Stiftung genannt wurden oder beim LKA selbst schon so eingeordnet wurden. Solche Fälle wurden überprüft, solche Tötungsdelikte. Insgesamt waren es, glaube ich, 12. Das Ergebnis an sich ist natürlich begrüßenswert,
weil diese Studie dazu geführt hat, dass 6 Tötungsdelikte mehr als vorher mittlerweile offiziell anerkannt sind. Dabei geht es um 7 getötete Menschen, die jetzt auch in der offiziellen Statistik auftauchen. Das ist gut. Gut ist auch, das kam auch im Film immer wieder vor, dieses Definitionssystem, politisch motivierte Gewalt rechts, um das es da immer wieder geht, als Grundlage. Da schlagen die Forscherinnen vor, dass dieses System erweitert werden muss, unter anderem, ich will jetzt hier die Studie nicht referieren, aber es gibt 2 Punkte, die mir wichtig erscheinen, nämlich einmal, dass auch Fälle von Selbstjustiz eingeordnet werden müssen und dass das also die Einstellung bzw. die Affinität zur Gewalt der Täter auch mit berücksichtigt werden muss, auch wenn es vielleicht in dem Moment keinen Kausalzusammenhang sozusagen zu der Tat gibt. Und das ist ausgesprochen wichtig. Ich würde gerne ein Beispiel nennen, wo das entscheidend sein könnte. Bestimmt haben die meisten von euch mitgekriegt, der Mord an Luke Holland in Neukölln. Da war das so, es gab einen Täter, der wurde auch verurteilt. Luke Holland ist vor einer Kneipe erschossen worden von einem Mann, Rolf Z. Der hatte zu Hause eine Hitlerbüste, Waffen ohne Ende. Hat auch im Vorfeld irgendwann mal gesagt, dass er das schrecklich findet, dass in dem Bezirk so viel Englisch gesprochen wird und in dieser Kneipe ganz und gar. Und bis zum Schluss, also weder die Ermittlungsbehörden noch die, im Urteil wird das extrem rechte Tatmotiv gewürdigt. Das kommt einfach nicht vor. Und das ist für die Angehörigen, ist es ein Schlag ins Gesicht. Und wenn aber jetzt ein solches, wie vorgeschlagen, dass auch also quasi der Hintergrund des Täters und wie der sich sonst so im Leben bewegt, ausschlaggebend sein könnte für die Einordnung, wäre das möglich oder müsste nach meiner Ansicht nach diese Tat beispielsweise genauso eingeordnet werden. Und von daher ist diese Studie hilfreich. Ich finde, es darf dabei nicht stehen bleiben, sondern als nächstes müssen die Verdachtfälle, die in der Tagesspiegel- und Zeitliste genannt werden, genauso, also mindestens die, genauso überprüft werden. Du hast es eben auch mal angedeutet, wenn du sagst mindestens die, gehst du davon aus, dass es jenseits von den anerkannten Fällen und den sogenannten, den Fällen, die Journalistinnen recherchiert haben, den Verdachtsfällen, noch weitere unerkannte Fälle gibt? Also ja, die gibt es aus unserer Sicht tatsächlich. Ganz, ganz wichtig, Burak Bektas, der 2012 im April in Neukölln erschossen wurde. 2 seiner Freunde wurden angeschossen und auch schwer verletzt. Das ist, okay, das ist mittlerweile eine Tötung, der ja als Verdachtsfall geführt wird. Es gibt andere, es gab schon 1993 gab es einen Brandanschlag in Kreuzberg in der Blücherstraße, wo die Tatmotive nicht entdeckt, ermittelt wurden, bis heute nicht. Kein Täter ermittelt wurde, meines Wissens. Ich glaube, der soll jetzt auch als Verdachtsfall in die Liste aufgenommen werden. Das wäre großartig. Wir haben so ein bisschen... Wir haben eine Anfrage gekriegt von einer der Journalistinnen, ob wir hier in Berlin ein paar, also mal recherchieren können. Das hat irgendwie unsere tolle Praktikantin Imran hat es gemacht und ist im Jahr 2000 tatsächlich auf Fälle gestoßen, wo wir selber nur noch große Augen gekriegt haben. Es gab einen Fall, der geht uns gar nicht aus dem Kopf. Das war auch ein Mord im Wedding in der Eulerstraße. Da wurde ein Kioskbetreiber, der ursprünglich eingewandert war, seit 30 Jahren in Berlin schon lebte, eingewandert war aus Ex-Jugoslawien, mit 2 Kopfschüssen getötet. Es war kein Raub, ganz eindeutig.
Und bis heute ist da auch nichts ermittelt. Das war sogar einer der Fälle, die meines Wissens überprüft wurden. Es wurde ja eben auch gesagt, 2012 wurde überprüft und musste gemeldet werden ans BKA. Das ist nicht weitergegangen. Und es gibt im gleichen Jahr zwei weitere Tötungen. Einer in Zehlendorf, da wurde auf einen Mann türkischer Herkunft mit einem Maschinengewehr geschossen nachts. Der überlebte. Und es gibt auch einen Mord in Moabit, wo ebenfalls auf den Betreiber von einem Imbiss, der Mann war libanesischer Herkunft, auch geschossen wurde und quasi ohne Motiv. Und das Jahr 2000 ist das Jahr, wo die Morde des NSU angefangen, also der erste anerkannte Mord fand 2000 statt. 2000 wurde Tschäpe und andere in der Riekestraße gesichtet, mit relativ großer Sicherheit. Also wir waren schon ein bisschen erschrocken, wenn man nochmal so mit so einem unverstellten Blick, wie die junge Frau den eben hat, einfach nochmal so die Zeitungen durchgeht, was da plötzlich für gruselige Morde ans Tageslicht kommen, die überprüft gehören, ja. Dankeschön, Sabine. Martina, du warst in deiner Zeit als Thüringer Abgeordnete Mitglied im ersten NSU-Untersuchungsausschuss und hast die beiden Ausschüsse hier in Berlin im Bundestag als Sprecherin eng verfolgt. Was würdest du aus deiner Perspektive sagen, hat sich im öffentlichen Umgang mit rechter Gewalt durch diese Diskussion verändert? Also heute ist, glaube ich, so ein Tag, wo man wieder das Gefühl bekommt, es hat sich ganz wenig geändert, wenn man die Worte des Ministerpräsidenten in Sachsen in der Aussprache zur Aktuellen Stunde dort zur Kenntnis genommen hat, der ja geleugnet hat, dass dort Menschenjagden, Hetzjagden durchgeführt wurden durch Neonazis und Rassisten. Da ist man ein Stück weit erschrocken, weil man manchmal auch resigniert und das Gefühl hat, wir sind keinen Meter weiter, aber das stimmt so nicht. Also Sabine hat zu Recht darauf hingewiesen, wir haben diese Richtlinie, die eigentlich die Polizei verpflichtet, immer dann, wenn Menschen zu Schaden kommen, die einer potenziellen Opfergruppe rechter rassistischer Gewalt angehören könnten, tatsächlich auch nach einem entsprechenden Motiv zu schauen und dieses dann auszuschließen und zu dokumentieren, also auch schriftlich niederzulegen, dass man sich die Tatumstände und alles genauer angeschaut hat. Und selbst wenn man dann noch der Meinung ist, es kann nicht rechts- und rassistisch sein, muss man das in den Ermittlungsakten auch so verschriftlichen. Das Problem ist, es findet zu wenig Evaluation und unabhängige Überprüfung von polizeilicher Ermittlungsarbeit in dem Bereich statt. Das heißt, wir wissen relativ wenig, wie tatsächlich diese Richtlinie in die Tat umgesetzt wird. Wenn ich bei dieser Richtlinie bin und sage, das ist positiv, dann ist das fast schon eine abschließende Erzählung zu dem, was von den Schlussfolgerungen aus den NSU-Untersuchungsausschüssen tatsächlich aktiv durch die politisch Verantwortlichen und die Behörden umgesetzt wurde. Wir haben teilweise tatsächlich in den Polizeiausbildungen eine Implementierung von menschenrechtsbezogenen Elementen in der Grundausbildung, aber auch später in der Fortbildung. Das ist wichtig. Das haben wir aber nicht in allen Ländern. Und das haben wir an vielen Stellen eben auch gerade fakultativ bei der Polizei. Das heißt, es bleibt dem Zufall überlassen, ob der einzelne Polizeibeamte und die einzelne Polizeibeamtin gegebenenfalls zu so einer Ausstellung von SA geht oder nicht. Das ist ein Problem. Und dann haben wir die vielen Leerstellen. Nur mal ganz kurz Bundespolitik. Ich schaue jetzt nicht in die Länder, aber wir haben auf Bundesebene immer noch keinen Abschiebeschutz für Opfer rechter und rassistischer Gewalt. Wir haben keine zentrale Beschwerdestelle zu polizeilichem Handeln. Das betrifft ja nicht nur Bürger und Bürgerinnen, sondern das betrifft ja auch Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, die sich möglicherweise nicht trauen, Missstände, rassistische Vorurteile und Ähnliches im Dienst zu melden, weil sie dann befürchten, wenn sie das an die entsprechenden Stellen in der Polizei richten, dass sie dann selbst drangsaliert werden, versetzt werden, gemaßregelt werden. Wir haben, du hast vorhin die Frage der Entschädigung angesprochen, immer noch mit Blick auf die NSU-Opfer einfach keine adäquate materielle Entschädigungen für die Hinterbliebenen und die Verletzten. Das sind nur drei Schlagworte, ich kann die noch ewig weiterführen.
Auf der anderen Seite hat das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Befugnisse, sein Personal und sein Geld aufgestockt. Ja. Mhm. Das müssen wir auch erzählen. Wir haben auch an bestimmten Stellen die Diskussion, sage ich, verloren. Da haben die Täter quasi noch aus der ganzen Auseinandersetzung am Ende Honig gesaugt. Das ist auch ein Problem. Aber jetzt noch was Positives. Ich glaube, so eine Veranstaltung wie heute Abend, also wir reden hier in Berlin über einen fast 20 Jahre zurückliegenden Thüringer Fall und wir reden in Thüringen über Fälle in Berlin, du hast sie ja genannt, Luke Holland, Burak Bektaş. Die Sensibilität in einer kritischen Öffentlichkeit zu der Frage Nichtanerkennung von Todesfällen rechter und rassistischer Gewalt ist gestiegen. Wir haben es auch gesehen in der ganzen Debatte zu dem Anschlag in München auf 9 überwiegend jugendliche Migranten und Migrantinnen durch David Songoli am Tattag des Breivik-Attentates in Oslo, das sogenannte OEZ-Attentat. Das war nicht nur mehr eine Auseinandersetzung in München, das war nicht nur eine Auseinandersetzung in Bayern, das ist eine bundesweite Debatte gewesen und sie hat am Ende jetzt noch nicht dazu geführt, dass die Landesregierung in Bayern, und die ist ja zuständig für die Einordnung des LKA, diese Tat als politisch motiviert rechts anerkennt, aber Gutachten, journalistische Arbeit, antifaschistische Recherche, politischer Druck hat wenigstens dazu geführt, dass das Bundesamt für Justiz die Tat entsprechend kategorisiert hat und den Angehörigen der Opfer tatsächlich auch eine materielle Entschädigung zugegangen ist und es eine jetzt auch juristische Auseinandersetzung in München um weitere Mittäter gibt, die so, glaube ich, ohne diese auch bundesweite Debatte sonst nicht gegeben hätte. Also deswegen nochmal Licht. Wir haben eine höhere Sensibilität und wir haben auch verstanden, wie wir bundesweit bestimmte Diskussionen um rassistische Gewalt führen können, dass es nicht nur dann Sache der Engagierten vor Ort ist, tatsächlich für die Interessen der Opfer und Hinterbliebenen zu kämpfen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück bei dem Thema Anerkennungspraxis. Das kam ja sowohl im Film als auch in der Diskussion durchaus zutage, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Zahlen, die unabhängige Expertinnen und Experten nennen, was Todesopfer rechter Gewalt anbelangt. 193 ist die Zahl der Amadeo-Antoni-Stiftung und den Zahlen der Bundesregierung. Da ist es, glaube ich, bei 83 im Augenblick. Genau. Wie kommt dieser Unterschied zustande? Ja, ich glaube, wir haben es an der Karte von Thüringen ja gesehen, dass nur einer von 8 Fällen anerkannt ist. Und das können wir natürlich auf die anderen Bundesländer jetzt genau in dem Maße übertragen. Und wir haben ein zweites Problem derzeit. Es ist ja auf die jetzt nachträgliche Anerkennung in Berlin hingewiesen worden. 6 Todesopfer sind jetzt zusätzlich auch offiziell anerkannt. Wir hatten in Brandenburg eine entsprechende Untersuchung auch durch das Moses-Mendelssohn-Institut. Da sind 9 Fälle anerkannt. Thüringen wird jetzt eigentlich viel zu spät für ein Land, was sich auch der Aufklärung des NSU-Komplexes verschrieben hat, auch so eine Untersuchung durchführen. Aber das sind halt 3 Bundesländer. Ja? Und wir brauchen das überall. Und wir brauchen das vor allem überall tatsächlich durch unabhängige, qualifizierte Stellen. Eine Selbstevaluation durch das LKA oder BKA bringt gar nichts. Wir hatten das ja gesehen, das BKA hat diese ganzen Fälle angefasst und hat dann gesagt, nö, also wir finden nichts. Ja? Also, ja, Überraschung eigentlich. Ja? Also, das hätte man sich echt schenken können. Ja? Wir müssen also tatsächlich, und das ist tatsächlich auch das Problem, weil es Ländersache ist, wir müssen in jedem einzelnen Bundesland am besten auch, ich finde es sehr gut, auch über Einzelfälle die Diskussion wirklich so weit forcieren, dass wir zu einer Überprüfung kommen. Und das wird dann noch nicht vollständig zu einer Anerkennung führen. Und es wird vor allem nicht die Stellen benennen, die du eben nochmal aufgeführt hast. Mir ist das selbst auch aufgefallen in der Recherche zum NSU, dass immer wieder in den Akten auch Tötungsdelikte vorkommen, wo ich sage, komisch finde ich jetzt auf gar keiner Liste. Und wenn man dann schaut, klar, also es muss ja erstmal irgendwo in einer Zeitung gestanden haben, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung oder der Tagesspiegel dazu kam, oder es muss sich irgendjemand an die gewandt haben. Und es gibt eben ganz viele Opfergruppen, die überhaupt keine Lobby haben und keine Öffentlichkeit und wo bestimmte Fälle überhaupt unter dem Radar von vielen gelaufen sind. Also das heißt, ich glaube, wir kommen nicht umhin, in jedem Bundesland tatsächlich eine politische Debatte anzustacheln, dass wir diese unabhängige Überprüfung brauchen. Zentral von Berlin oder so wird das nicht laufen. Wie ist es um die Zeit vor 1990 bestellt? Und ist rechte Gewalt sicherlich nicht erst
seit der Wende ein Thema. Das ist teilweise ganz schwierig, weil bestimmte Statistiken und bestimmte Kriterien und bestimmte auch Begrifflichkeiten erst Anfang der 2000er Jahre entwickelt wurden und entsprechend sich auch in den Unterlagen oftmals überhaupt keine Hinweise finden. Das zweite Problem ist, wer in dem Bereich recherchiert, kann nicht das Internet anknipsen, sondern muss tatsächlich in Zeitungsarchive gehen, also in Papierarchive. Und dann vor allem auf der Ebene von Lokalzeitungen arbeiten. Also man kann das nicht irgendwie dann meinen, man könnte das in der Süddeutschen lesen oder so etwas. Ja, da muss man eben das örtliche Lokalblatt rausnehmen, alte Polizeimeldungen durchschauen. Und das gilt für Ost und West. Ich glaube, wenn wir nicht entsprechende Institutionen in allen Bundesländern haben, mit entsprechend auch personeller Unterstützung, wird das niemand machen, weil das einfach eine ganz, ganz komplizierte und langwierige Arbeit ist. Jan hat es ja schon erzählt, wie schwierig es allein ist, ein Urteil vom Landgericht Gera irgendwie rauszuzuckeln. Ja? Und das würde ja genau so etwas bedeuten, ja? Sich mit Gerichten anlegen, mit Stadtverwaltung anlegen, in Archive zu gehen und so weiter. Und dazu brauchen wir Leute, die sagen, das ist meine Aufgabe. Dafür brauchen wir die Opferberatungen. Es wäre, glaube ich, tatsächlich ein verdienstvolles Unternehmen, weil wir müssen ja immer bedenken, bei Morden vor 1990 leben ja möglicherweise noch Angehörige, Freunde, Freundinnen, und wenn dort jetzt das Signal kommt, wir schauen uns das nochmal an, ist es jetzt die richtige Zeit, in 20 Jahren ist es zu spät. Vielen Dank, Martina Renner. Ich hätte noch ein paar Fragen, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie und ihr auch noch ein paar Fragen haben. Also zum einen muss man sagen, dass der Fall, der ist im Internet aufgelistet, aber mit falschen Nachnamen. Da ist der Nachname nicht korrekt tatsächlich, wie auch der Nachbuchstabe vom Täter zum Teil. Das hat tatsächlich was mit einem Angehörigen zu tun. Also in Thüringen gibt es ja insgesamt 8 Todesfälle, und ich habe zu allen Todesfällen dort recherchiert. Und ich bin dann an so Schwierigkeiten gestoßen, was die Angehörigen angeht tatsächlich. Dass die, wenn diese Fälle von den Opfern rechter Gewalt so massiv in der Öffentlichkeit stehen, dass die ganz massiven Anfeindungen zum Teilweise auch ausgesetzt sind und Diskussionen und so, und dass das unglaublich hohe Triggerauswirkungen für die hat. Also speziell weiß ich das von Saalfeld im Fall, also Jana G., wie auch in Gera dem Fall, wo die Angehörigen ganz massiv gegen eine Verwendung oder überhaupt Thematisierung ist. Und da ist es halt für mich als Filmemacher einfach auch schwierig, halt gegen die Angehörigen dazu zu agieren und da halt mit den Namen öffentlich zu hantieren. Und es geht ja letztendlich, also ich würde sagen, es geht ja jetzt nicht tatsächlich um das Opfer, sondern es geht ja tatsächlich um die Auseinandersetzung damit. Und das soll ja eben auch der Film tatsächlich auch so zeigen. Ich finde das psychologisch schwierig. Das ist eine Behörde, das ist ein Landeskriminalamt, das ist einer, der vorgeschickt wurde zu sprechen. Es ist, denke ich, mittlerweile, ich würde gar nicht sagen, dass dem das nicht klar war, dass es eigentlich sich nur um ein extrem rechtes Tatmotiv handeln kann, aber der will nicht. Der will nicht. Da wird geschwiegen, da wird, weil ansonsten würde das bedeuten, Fehler zugeben zu müssen, Fehler von Kollegen, die es vielleicht ja sogar noch gibt, oder so zugeben zu müssen. Was mit denen psychologisch ist, was mit deren Psyche ist, also ich sage das jetzt mal so ganz hart, das ist mir ein bisschen... Also das ist mir sogar richtig egal, das ist mir richtig egal. Die sollen ihren verdammten Job machen, und dazu gehört es, beispielsweise auch als Lehrer aus dem NSU Fehler zuzugeben. Ja, also so, und das zu benennen, was da passiert ist und was es da für Versäumnisse gegeben hat. Und solange sie das nicht tun, kann ich diese Behörden nicht wirklich ernst nehmen. Und vielleicht nur ein Beispiel, das kommt ja oft so rüber, als wäre in Berlin alles schick oder vieles schick. In Berlin ist auch nichts schick. Warum beispielsweise
Ende 2016, ein führender Beamter des Staatsschutzes Berlin seine Kollegen, seine Vorgesetzten grüßt mit einer SMS mit 88, Heil Hitler, und dann noch eine hinterher schickt, haltet euch von Merkel und den scheiß Gutmenschen fern. Das kann ich mir psychologisch angucken, da kann ich aber auch sagen, wenn das bis heute nur dazu geführt hat, dass es einen Verweis gibt, also ein Verweis in Behörden ist ein Du, macht es bitte nicht nochmal. Dann ist mir so diese psychologische Ebene wirklich richtig egal, weil dann muss ich mich einfach gar nicht mehr wundern über irgendwas, weshalb die bis heute nicht in der Lage sind, zu Burhan Bektaş ordentlich zu ermitteln, Tatmotive zu sehen, weil diese Behörde einfach Teil des Problems ist. Und vielleicht sogar hier und da einfach irgendwie Teil rechter Strukturen auch ist. Und solange sich das nicht ändert und solange da nicht ordentlich aufgeklärt wird, so ist das. Die Psyche auch Teil des Systems. Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal aus Thüringen, als ich deine Frage beantworten würde, auch ähnlich wie Sabine argumentieren, es ist keine Frage der Psychologie, es ist eine Frage der Politik. Und zwar auf drei Ebenen. Wir haben zum einen, und ich habe mich mit vielen ermittelnden Beamten im Zusammenhang des NSU auch als Person beschäftigt. Und wenn man dann feststellt, die leben halt in demselben Umfeld, deren Kinder, deren Töchter gehen in dieselben Diskos, in dieselben Kneipen wie die Nazischläger und ähnliches mehr, ja, dann fällt so dieser alte Spruch wieder, das sind halt unsere Jungs. Und das war in den 90ern Meinung, das sind halt unsere Jungs. Und das waren ja auch ihre Jungs. Ja? Und das Zweite ist, die Angegriffenen, das waren die, die diffamiert wurden. Und zwar nicht nur von der Presse, sondern eben auch von vielen im Polizeidienst. Wir sehen das in Ermittlungsakten, wir wissen das aber auch von Opferberichten, wie sie zum Beispiel, wenn sie Anzeige erstatten wollen, angesprochen werden, herabwürdigend, als Zecken beschimpft werden, Anzeigen überhaupt erst nicht aufgenommen werden, weil kommen sie wieder zurück, wenn sie richtig Deutsch sprechen und ähnliches mehr. Das heißt, der Blick auf die Opfergruppen ist abwertend, der Blick auf die Täter ist eher kollegial. Und das Dritte, was glaube ich nochmal wichtig ist, es gibt Einzelne, die haben sogar eine organisatorische Nähe. Wir hatten Polizisten, die waren im Thüringer Heimatschutz. Und ich kann jetzt heute sagen, der Pressesprecher des LKA Thüringen ist im AfD-Landesvorstand. Da muss man halt auch nicht mehr viel zu erklären. Das gilt dann halt nicht für die gesamte Polizei. Aber teilweise sind es insbesondere Leute, die im Staatsschutz tätig sind oder die an Stellen sind, die auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben. Und dann muss man sich halt im Endeffekt auch nicht wundern. Meines Wissens ist die Polizei überhaupt nicht verpflichtet dazu, Pressemeldungen herauszugeben. Das ist eine Ermessenssache, das müssen die nicht, das machen die häufig bei schweren Straftaten. Die sind auch nicht unbedingt verpflichtet, ein Motiv anzugeben, aber selbstverständlich wäre es ihnen grundsätzlich möglich, in dem Moment, wo sie ermittelt haben, nochmal eine Pressemeldung hinterherzuschieben. Also die sind da völlig frei, die können machen, was sie wollen. Also vielleicht auch Teil des Problems, aber die sind nicht verpflichtet. Und selbstverständlich würde ich von engagierten, innovativen Medienvertreterinnen schon erwarten, dass sie hier und da nochmal nachrecherchieren und nicht, das ist ja nicht etwas, was abgeschlossen ist, mit den 90er Jahren, das passiert ja immer noch, dass die einfach, also es kommt mir manchmal vor wie so eine Hofberichterstattung, dass Medienvertreter und Vertreterinnen einfach die kurzen Meldungen der Polizeipressestellung übernehmen, ohne überhaupt weiter zu recherchieren. Das ist das eine. Das andere zu diesem Strafverschärfen, das gibt es ja erst meines Wissens seit Herbst 2016, dieser Paragraph 46 Strafgesetzbuch. Es gibt dazu bis heute ganz, ganz wenige Erkenntnisse. Das ist auch ein Teil des Problems, dass wir
meistens überhaupt nicht wissen, ob der zum Einsatz gekommen ist. Wir beobachten viele Prozesse bzw. begleiten auch natürlich Ratsuchende zu Gerichtsverfahren. In Berlin gibt es eine ehrenamtliche Organisation, die heißt Justizwatch, die beobachten schon auch und andere tun es auch, beobachten schon auch viele Verfahren, und uns ist in Berlin bisher kein einziges Verfahren bekannt seit 2016, wo dieser Paragraph so wie er genutzt werden könnte, genutzt wurde. Also so. Also erstmal glaube ich ganz richtig, wir brauchen Regeln für die Pressearbeit der Polizei. Und das gilt heute umso mehr als damals, weil insbesondere, wenn wir uns auf die sozialen Netzwerke stürzen, was wir ja jeden Tag tun, da twittert ja mittlerweile manchmal jede kleine Polizeiinspektion, ja, und da geht die Erstinformation raus, auch an die Presse. Das ist noch sehr viel unreflektierter teilweise, als wie dort Pressemitteilungen abgefasst werden. Deswegen glaube ich tatsächlich, die Pressearbeit von Polizeien muss in die Diskussion gestellt werden. Was sind die Anforderungen? Zu welchen Taten muss berichtet werden? Was ist, wenn sich im Nachgang tatsächlich neue Erkenntnisse ergeben, dass es eine Nachberichterstattung gibt und ähnliches mehr? Formal ist es so, wenn die Ersteinstufung im Ermittlungsvorgang durch die Polizei auf eine nicht rechte rassistische Tat hinweist, wird in der Statistik erst dann nachjustiert, wenn im Rahmen der juristischen Aufarbeitung entweder durch die Anklage der Staatsanwaltschaft oder durch das Urteil des Gerichtes andere Tatmotive anerkannt werden. Dann werden tatsächlich auch die BKA-Statistiken, die ja die LKA-Statistiken an der Stelle zusammenfassen, korrigiert. Wir kennen das als Nachmeldungen von denen, die sich quartalsweise mit diesem ganzen Kram beschäftigen. Aber es ist eben oftmals sehr schwer nachzuvollziehen, welche einzelnen Fälle das betrifft, weil wir ja nur quantitative Angaben bekommen. Und man muss auch sagen, es gibt nur sehr, sehr wenige Beispiele, wo dort, wo die Ermittlungsbehörden kein rechtes und rassistisches Motiv in den Akten formuliert haben, es tatsächlich dann im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung anders gewertet wird. Es gibt Beispiele dafür, aber es ist jetzt nicht so, dass es wirklich überall und durchgängig so passiert. Zur Pressesache nochmal. Ich habe mir, das war eine vorherige Frage, was ich gerne noch ergänzen würde wollen. Ich habe Anfang 2017 mir aus ganz Thüringen alle Pressemeldungen der Polizei besorgt, also von jeder kleinen Dienststelle der Polizei tatsächlich, von 2 Jahren lang, und habe das auch verglichen mit der öffentlichen Wahrnehmung, und ich muss tatsächlich feststellen, dass insbesondere in der lokalen Presse Polizeimeldungen 1:1 übernehmen. Tatsächlich ein ganz großes Ziel, also insbesondere in der Lokalpresse, was eigentlich dem Journalismusethos widerspricht, weil da gibt es eigentlich das Zwei-Quellen-Prinzip. Also wir müssen eigentlich eine andere Quelle bemühen. Daher würde ich sagen, liegt es da schon auch ein bisschen an der Presse. Aber gerade Lokalpresse ist halt Lokalpresse, und da geht es um Auflage, und Polizeimeldungen sind halt super eine Quote für die. Da gibt es Action, da ist, und da wird halt wenig hinterfragt tatsächlich. Zu der Frage nach dem lokalen Medienvertreter. Ja, ich habe mit dem Journalisten Kontakt aufgenommen während meiner Recherchen. Leider hat er gesagt, er hat nichts mehr. Damit ist die Geschichte aber noch nicht abgeschlossen. Derselbe Vertreter war dann zur Premiere des Filmes zugegen. Also Anfang dieses Jahres. Er ist immer noch Lokaljournalist in der Region. Hat auch nicht geholfen. Ja, ich sag mal so, die Berichterstattung lokal von ihm hat ein Geschmäckle gehabt, auf jeden Fall zu dem Film, aber was auf jeden Fall nochmal so 2 Wochen später nochmal auch ein Schlag in die Magengrube war, fand ich, das ist auch so ein Perlen des Lokaljournalismus. Die Berichterstattung zu der Premiere war halt mit Bild, mit mir und noch einem Lokalpolitiker. Und dann halt Premiere und so weiter. Und dann hat er daneben noch einen Kommentar geschrieben und hat dann halt mit DDR und Stalinismus und noch so Zeugs da von sich gelassen. Ich sag die Sache Geschmäckle. Aber besser kommt es noch 2 Wochen später. 2 Wochen später gab es tatsächlich im Clubhaus eine Messerstecherei. Und was macht derselbe Lokaljournalist? Nimmt das Bild von mir, dem Lokalpolitiker, bringt das nochmal groß, und dann Messerstecherei im Clubhaus, und dann so:
Jans Mendek und Lokalpolitiker an dem Ort, wo jetzt diese Messerstecherei passiert ist. Soweit zur Qualität des Lokalpolitikers. Geil. Mit dieser schönen Anekdote wollen wir es bewenden lassen. Vielen Dank, Jans Mendek. Vielen Dank, Sabine Saal. Vielen Dank.